Segen des Lichts. Wenn ihr etwas benötigt, sprecht mit dem Wachkommandanten. Ich bin auf der Suche nach einem Horadrim namens Dornan. Ein alter Freund schickt mich. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Betet für mich, Wanderer. Ich bat Inarius um die Stärke, der Versuchung zu widerstehen. Aber ich kann meine Hände nicht vom Stehlen abhalten. Es ist, als wären sie besessen. Ich schwöre bei meiner Seele, dass ich nie wieder über den Namen von Vater Inarius lästern werde. Holt mich nur hier raus, bitte! Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Vater, ich sollte mit den anderen Rittern auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Ich habe einige meiner alten horadrischen Folianten gefunden. Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Wir haben einen Gast. Wir reden später weiter. Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorath. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung. Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin. Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorath auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gab einen Vorfall auf meinem Anwesen. Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Geht hin und macht euch selbst ein Bild. Ich komme in Kürze nach. Dann können wir weiterreden. Was deine Bitte betrifft, geh nach Breistak und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Werde ich. Keine Sorge. Wir haben in den letzten Jahren nicht oft miteinander gesprochen, aber wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir sind Brüder der Horadrim. Ich bin wahrscheinlich der einzige Freund, den er heutzutage hat. Beziehungen sind nicht gerade seine Stärke, wie ihr bestimmt bemerkt habt. Es geschah erst neulich, tief in der Nacht. Zuerst dachte ich, es sei ein Albtraum. Aber leider war dem nicht der Fall. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Dann können wir im Anwesen weiterreden. Ratma ist tot. Ich überbrachte Inarius die Prophezeiung, um ihre wahre Bedeutung zu entschlüsseln.
Ich hätte nie gedacht, dass er deswegen seinen Sohn töten würde. Und jetzt befindet sich genau das, was er wollte. Dieser infernale Schlüssel zur Hölle in den Händen von Lilith. Er muss mit ihrer Suche nach Astaroth zusammenhängen. Wandelt im Licht. Eine milde Gabe für einen alten Soldaten. Ich danke euch, Wanderer. Ich wurde in den Tagen der Asche verwundet. Ich habe die Flamme des Dämons berührt. Damals dachte ich, ich sei mutig. Ich spüre immer noch, wie das Feuer über meine Hände tanzt, wie die Haut verbrennt. Jede Berührung schmerzt. Außer bare Münze. Weniger als früher, aber es gibt uns noch. Solange dieser Wald spricht, wird es auch jemanden geben, der ihm zuhört. Seht euch das an. Diese Steintafeln enthalten einige der frühesten Schriftstücke meiner druidischen Vorfahren. Alle zerstört. Die Tiere im Grasland von Gothmar sind kürzlich in eine Raserei getrieben worden. Sie zerstören unsere Runentafeln oder fressen sie sogar. Ich will die Kreaturen nicht beschuldigen, aber wir müssen unsere Geschichte schützen. Ihr erkennt doch sicher ihren Wert. Bitte, rettet, was immer ihr könnt. Ich habe den jungen Jorin einst die alten Sitten gelehrt. Und seine Mutter Braga auch, als sie ihre Chronik schrieb. Beide hatten großen Respekt vor unserer Kultur. Braga hat mich dazu ermuntert, einige unserer älteren Artefakte zu katalogisieren. Damit hat sie mich daran erinnert, wie schnell die Vergangenheit in Vergessenheit gerät.
willkommen im Feuerbruch anwesen, Reisender. Ich bin wegen des Vorfalls hier. Dornan gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Vorfall? Mehr hat er nicht gesagt. Er muss sein Arbeitszimmer meinen. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Ich weiß, wer ihr seid. Und ich kenne euch, Dornan. Alt, müde. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Astaroth. Ja, er ist tot. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Hinfort, Dämonen. Ich verweigere mich euch. Seit wann seid ihr so schwach? Ich kann euch wieder zu alter Größe verhelfen. Kehrt in die Dunkelheit zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagte ich! Signalhorn. Thank you.
Menschen. Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Vielleicht wurde sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane und Erida. Die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten. Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich ihr widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Ich muss mich um die Toten hier kümmern. Hätte ich gewusst, dass sie in Gefahr sind, hätte ich das Anwesen abgeriegelt. Verfluchte Lilith. Sie hat ihnen das angetan. Natürlich nicht. Dämonen sind arrogante Kreaturen. Sie würde niemals akzeptieren, dass unser eins Astaroth besiegen könnte. Mir macht zu schaffen, warum sie nach ihm sucht. Was will sie? Astaroth stammte aus dem Reich des Hasses, dem Ort, den Lilith einst ihre Heimat nannte. Vielleicht liegt dort die Antwort. Ich muss darüber nachdenken. Sie waren einst wie Bruder und Schwester für mich, aber das Leben hat uns auf unterschiedliche Pfade geschickt. Erida wird von ihrer Mission verzehrt, über die Toten zu wachen. Ich sehne mich nach einer Zeit, in der wir über alte Geschichten sprechen, so wie früher. Und Nafein. Nun, es ist schade, dass er so bitter geworden ist. Er lebt wie ein Einsiedler tief im Wald, weigert sich, mich zu treffen. Die Menschen loben oder verfluchen mich für diese Entscheidung. Es gibt keinen Mittelweg. Druiden wie Nafein glauben, ich hätte ihr Land den Rittern der Reue geschenkt. Glauben sie, ich hatte eine andere Wahl? Nach den Tagen der Asche brauchten wir Hilfe, um Skosglen wieder aufzubauen und zu beschützen. Die Kathedrale war bereit und willens. Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Bitte, könntet ihr nach Kerrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt.
benötigt ihr Hilfe? Bitte. Ich brauche eure Hilfe. Ich kann nichts sehen. Meine Teuerste wandert allein durch diese Wälder. Mir fehlt die nötige Essenz. Ich habe keine Essenz mehr. Essenz. Ich brauche mehr Essenz. Nötige Essenz. Thank you.
mehr Essenz. Thank you.
Essenz. Meine Güte, ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Bregers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Skoslan getan hat.
Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Beim Licht. Ich vermisse Eldheim. Wir haben in einer ordentlichen Kaserne geschlafen. Hier becken wir uns beim Vieh. Das Hügelland ist meine Heimat, aber Sanctuario ist dieser Tage gefährlich und meine Eltern, meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr Zuhause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater Phelan aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Äußerst edel. Vielen Dank, werter Freund.
Gut gemacht. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann, und schicke es ihm sofort. Mir fehlen die Materialien. Ein potentes Gebräu. Gehabt euch wohl. Riecht ihr das? Gelbwurz, Ingwer, Safran. Genug Gewürze, um selbst Essen aus Gosglen in eine Delikatesse zu verwandeln. Stellt euch hinten an, wenn ihr mit dem Häuptling reden wollt. Ich schlage hier schon Wurzeln. Das Gerede von einer gehörnten Frau lässt alte Ängste hochkochen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Die Leute müssen sehen, dass ihr Häuptling sich nicht fürchtet. Wenn ihr mich nicht losschneidet, könnt ihr euch gleich verziehen.